Visionäre inspirieren. Eine Podcast-Serie von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Erhalten Sie Impulse von Experten, die Ihren Weg gegangen sind, die Ungewöhnliches geleistet haben und die Einblick geben in Ihre Visionen. Gespickt mit Tipps für den eigenen Lebensweg. Hören Sie rein und lassen Sie sich von den spannenden Interviews inspirieren. Hier ist wieder Silvia Zulkowski mit ihrem Podcast Visionäre erzählen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Andreas Franzl bin, in Oberkorb, ganz in der Nähe von Erding. Den Andreas habe ich kennengelernt vor circa 3 Jahren. In Erding gibt es einen Selbstvermarkter-Markt einmal im Jahr. Und da stand er mit hochexklusiven Bränden und ich dachte mir, wie Brände in Erding? Das habe ich gar nicht gewusst, dass es hier wirklich so eine tolle Brennerei gibt und dass das eben wirklich ja, wie eine Leidenschaft sein kann. Und das hat mir dem Andreas angemerkt. Und jedes Jahr auf dem Selbstvermarkter-Markt treffen wir uns. Und dieses Jahr ist es so weit, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gern mal ein bisschen mehr von dir wissen, lieber Andreas, wie du dazugekommen bist und wie man so mit so einer Leidenschaft und mit so einer Liebe zu einem wirklich besonderen Produkt unterwegs sein kann. Du bist ja auch sehr erfolgreich, kriegst andauernd Preise für deine Brände. Mich und ich denke auch meine Hörer würde echt interessieren, was war eigentlich dein Traum, als du gestartet hast, diese Dinge aufzubauen? Traum und Konsequenz war eigentlich zu Beginn, ein tolles Produkt zu machen. Also ein hochwertiges Produkt in die Flasche zu bringen, das war quasi die Grundidee, mit der du gestartet bist. Das war die Grundidee, weil wir sind ja auf wenige Flaschen, also zollrechtlich limitiert. Okay. Und damit, glaube ich, ist der Weg vorgezeichnet, dass man also wirklich hier über hohe Qualität sich eine Kundschaft schafft. Hohe Qualität braucht irgendwo eine Maßeinheit. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich sehr schnell eben dann auf verschiedene Verkostungen, auf Wettbewerbe mit meinem Brand gegangen, um einfach ein Feedback zu bekommen. Ja, wo ja. steht man? Und habe eigentlich dann sehr, sehr schnell dann auch also die Rückmeldung bekommen, einfach in Form der Ergebnisse, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Nach 4 Jahren haben wir das erste Mal einen Edelbrand des Jahres international abgeliefert, mit einem Apfelbrand. Und das hat eben die Leidenschaft also noch mehr befeuert, also sich nicht nur auf einen Brand zu konzentrieren, sondern eigentlich die gesamte Brennerei auf ein sehr hohes Qualitätsniveau eben dann zu stellen und also auch auf dem Niveau zu bestätigen. Ist das jetzt so, weil du selber auch immer schon ganz gern mal einen guten Schnaps drunter hast? Oder wie bist du überhaupt drauf gekommen zu sagen, ich konzentriere mich drauf, Brände zu machen. Wir sitzen ja hier in deinem wunderbaren Schulungsraum und du machst ja auch Kurse für verschiedene Menschen und Berufsgruppen und das allein finde ich ja schon spannend. Wie ist das entstanden, diese Leidenschaft zu diesen Dingen? Zufällig gehört zum Leben, wie es immer so ist. Okay. Ich bin ein Genießer. Und damit eben also auch was hochwertige Lebensmittel betrifft immer schon affin, ob jetzt das also im Bereich Küche ist, ob es also im Bereich eben dann wirklich der Erzeugung ist. Ursprünglich auch gelernter Käse, Rohmilchkäse von der Alm runter, alles in der Ausbildung auch kennengelernt und schätzen und lieben gelernt. Und mit einem Studienkollegen zusammen, mit dem ich auch beruflich dann also unterwegs war, der kommt aus dem Obstbaugebiet, haben zu Hause Brennerei, hat sich mit einer neuen Brennerei beschäftigt und hat mich dann insofern infiziert. Wir hatten Obst auf dem Hof, wir haben Obst auf dem Hof, allerdings also eine ganz normale Vermarktungsschiene und die war also auch jetzt vom wirtschaftlichen Aspekt her alles andere spannend. Und da hat es eben dann die Veredelung angeboten. Das war der Ausgangspunkt, warum ich zur Brennerei gekommen bin. Wie gesagt, eben dann also auch mit der Philosophie, mit der Konsequenz begonnen, eben also hier dann auch eben Qualität, hohe Qualität zu erzeugen. Gibt es denn eigentlich ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zu deinem Erfolg, wo du gesagt hast, so jetzt?
Es war schon einmal angesprochen. Also hier dieser, wie damals die Oberjury gesagt, der Kitzbühel-Sieg, also der Sieger auf der Streif, nämlich also jetzt Edelbrand des Jahres beim Apfel, weil Apfel ist die Königsdisziplin, hier sind die meisten Anstellungen, hier gibt es die meisten Sorten. Ist es einfacher, ich sage jetzt einmal so, ein Kreherl international ganz vorne zu platzieren, weil einfach also hier das Angebot sich geringer gestaltet. Apfel ist also extrem breit aufgestellt. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Es gibt dann also die täglichen kleinen Schlüsselerlebnisse, wenn einfach das Feedback für einen tollen Brand vorhanden ist. Ob das jetzt aus der gastronomischen Szene kommt, ob es also vom Genießer kommt oder ganz normal vom Nachbarn kommt, der einfach also hier sagt, wow, habe ich noch nicht getrunken. Das sind also Super. so die Schlüsselerlebnisse, die man immer wieder bekommt. Okay. Gab es eigentlich irgendwas, von dem du dich verabschieden musstest, damit es vorwärts geht? Nee, das war bei mir ein Riesenvorteil. Da hakt vielleicht auch insgesamt ein bisschen die Branche, vielleicht nicht nur die Brennerbranche, auch andere Branchen. Ich habe mich nie mit alten Zöpfen beschäftigen müssen. Ich habe die Brennerei auf den Hof geholt. Okay. Viele Kollegen, die es eben vom Vater, vom Großvater lernen, haben wir immer schon so gemacht. Hat natürlich hohes Infektionspotenzial, die Aussage. Da gehört schon eine gewisse Gewehrköpfigkeit dazu, es eben dann anders zu machen oder ganz anders zu machen. Das hatte ich nie. Das heißt, ich bin eingestiegen und habe mir von vornherein also hier eine ganz klare Ziel, eine Vision gestellt und eben alles danach ausgerichtet. Wo sind die Stellschrauben? Wo ist an sich also der Weg, um diese Vision eben auch also dann realisieren zu können? Und wo sind für dich die Stellschrauben? Die Stellschrauben ist zum einen oder ganz ausschließlich erstmal die Qualität des Grundprodukts, sprich des Obst. Genauso im Winzerbereich. Der gute Wein wird nicht im Keller gemacht, der wird im Garten gemacht. Und Schöne gute Aussage. Brände, tolle Brände werden draußen auf dem Baum gemacht. Und nicht also drin in der Brennerei. Es ist häufig so, also wenn ich an die Schulungen denke, also meine Berufskollegen, es konzentriert sich alles um diesen Brennapparat. Also jetzt in der Grundeinstellung. Wenn jemand einsteigt, wenn er neu investiert, dann wird in den Brennapparat wird Geld investiert, da muss die neueste Stellschraube hin, da muss das neueste Thermometer hin, da müssen noch fünf Umleitungen hin, wenn es gerade hip und modisch sind. Damit macht er gar nichts. Kann ich gerade verstehen. Also das heißt, diese Technikverliebtheit, wenn die Technik gut ist, dann wird schon das andere passen quasi, statt von der Philosophie her zu sagen, was brauche ich eigentlich vorher? Richtig. Ich habe rückgebaut an der Technik. Also wenn also Berufskollegen die Anlage sehen, dann kommen häufig ja so, ja, das ginge noch, das ginge noch, das ginge noch. Warum hast du denn das nicht mit dazu gekauft? Sage ich, ich habe rückgebaut. Weil ich will mich auf meine Nase verlassen, ich will mich auf meine Konsequenz verlassen, das nimmt mir keine Technik ab. Das, was die Technik misst, das kann sie nicht riechen und es gibt keine Technik, die also die Konsequenz, die ich im Brand haben will, auch regelt und steuert. Für mich herrscht hier Anwesenheitspflicht, also am Brenngerät und nicht als Arbeitsvereinfachung zu sagen, Schalter einschalten und Uhrzeit nach 2,5 Stunden wieder kommen und Ergebnis besichtigen. Das ist Durchschnitt. Und dir geht es aber eben wirklich um beste Qualität für das beste Obst, das du hier in der Umgebung kriegen kannst. Richtig. Und auch hier eine Konsequenz. Viele kommen rein und sagen, ich will einen guten Williams. Sage ich, Williams habe ich nicht. Ja, wie? Ein gescheiter Brenner braucht einen Williams. Nee, sage ich, ein gescheiter Brenner braucht keinen Williams. Ich würde einen Williams machen, wenn ich in Südtirol oder am Bodensee wäre, weil nämlich hier die Williams vernünftig wächst. Bei uns wächst keine Williams. Natürlich wächst eine, aber sie bringt nicht diese Qualitäten, wie es an sich also in regional besseren Gegebenheiten möglich ist. Also bekommst du bei mir eine bayerische Weinbirne, du bekommst bei mir einen alten Apfel, Dämmer. Dort, wo er wächst, wo er hingehört, auf höchstem Niveau eben dann in die Flasche veredeln. Und dann wirst du feststellen, ich brauche ja gar nicht diese
Williams, diese Marille, auch so eine Geschichte. Marille, auch so ein Leuchtturm, in Anführungszeichen, was also die Edelbrände betrifft, häufig eben also auch also sehr viel geschönte Ware. Ich bin hier so konsequent, in dem Moment, wo ich also hier Ware anonym kaufen müsste, gebe ich Kontrolle aus der Hand. Kontrolle am Baum, Kontrolle eben also jetzt beim Wareneingang, ja, aber bei Warenabgang ab dem Baum, das gebe ich aus der Hand. Also arbeite ich also hier mit Rohstoff, mit Obst, mit bestem Obst, das ich wirklich bis zum Schluss also in der persönlichen Betreuung habe. Ich habe also so einen Spruch, der also auch im neuen Prospekt zu finden ist, mit jedem Baum per Du. Okay, das ist ja eine sehr schöne Aussage. Mit jedem Baum per Du. Und damit bist du ganz, ganz nah an dem, was du tust. Richtig, ja. Gibt es eigentlich so was wie drei Erfolgsfaktoren, die du benennen könntest? Der Haupt, Erfolgsfaktor ist die Konsequenz, gepaart mit Wissen und Offenheit. Also Offenheit, was sich in der Szene sich bewegt, wo sind Stellschrauben. Es gibt nicht den perfekten Brenner, es gibt nicht den perfekten Brand, der wird nicht zu erzeugen sein. Es ist auch hier wie überall also oder verstärkt auch also hier einfach Geschmackssache. Aber es gibt natürlich eben also hier die Feinheiten, es gibt eben die Bereiche, wo man sagt, okay, hier kann ich meinen Erfolg, ich will jetzt gar nicht sagen steigern, aber absichern. Ja, also Konsequenz, Wissen und Offenheit sind die drei Schlagworte, die du da mit reinbringst. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja auch eine Akademie gegründet. Finde ich ja ganz spannend, habe ein bisschen gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass das ja eigentlich auch zu Schulungszwecken dient. Wie bist du denn von der Idee des Brenners dazu gekommen, zu sagen, okay, ich lehre jetzt auch meinen Kollegen diese Philosophie, wie sie einen echt klasse Brand hinkriegen? Okay, Erfolg schafft irgendwo natürlich Neugierde, also auch beim Berufskollegen. Dann natürlich auch Engagement für die Sache. Es ist eine tolle Sache, eine schöne Brände eben zu kreieren oder einfach zu destillieren. Da war dann natürlich ein Weg vorgezeichnet, der hingeht eben zu Weiterbildung, also die von mir eben gestaltet wird. Um gute Brände zu beurteilen, ist natürlich auch sensorisches Vermögen gefragt. Also habe ich auch begonnen, mein sensorisches Vermögen eben zu schulen. Bin also hier auf die World Spirits Academy gegangen, habe also hier die Ausbildung durchlaufen, bin eben mittlerweile auch also einer von 7 weltweiten Juroren, was eben Edelbrände betrifft. Sehr exklusiv, okay. Und das eben weiterzugeben. Wir haben uns erst schon darüber gesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, Qualitätssicherung, auch auf höchstem Niveau, hat auch damit zu tun, dass man sich nicht alleine trägt, sondern man es weitergibt. Das heißt also, man schafft sich nicht Konkurrenz, wenn man an sich also hier Berufskollegen auch eben also hier qualitativ nach vorne bringt, sondern wir arbeiten für insgesamt für die Sache, für den Mythos. Und wir haben also beim Obstbrand also noch viele, viele Baustellen. Wir machen ein tolles Produkt, also was Reinheit betrifft, und verstecken uns eigentlich hinter Whiskys, hinter Weinbränden, die von der Herstellung her wesentlich einfachere, teilweise wesentlich schlampigere Produkte sind, die es auch geschafft haben, über Mythos zu vermarkten. Die vermarkten nicht die Güte des Produkts, sondern eigentlich den Mythos. Und wie wir zu unserer hohen Güte des Produkts es schaffen, was die Grundlage darstellt, nämlich absolut unbehandeltes, reines Obst, das wahre Konzentrat aus einer Frucht hier in die Flasche zu bannen, dann schafft man es eben auch, also hier die Wertigkeit, die dieses Produkt darstellt, auch vermitteln zu können, also hin eben zur Verbraucherschaft.
Also das ist ja auch eine Philosophie, mit der du dann unterwegs bist. Einmal zu sagen, höchstes Produkt, aber auch zu sagen, die anderen sind keine Konkurrenten für mich, sondern wir treten dafür ein, mit höchster Güte einen sauberen Brand, so wie es sich hier für Bayern oder für diese Umgebung gehört, zu schaffen und nicht sich mit Dingen zu umgeben, die eigentlich gar nicht hierher gehören und Genau. ja, eher über einen Mythos vermarktet werden. Ja, wir verkaufen alle ein bisschen Lebensgefühl und ich denke, du verkaufst auch Lebensgefühl und wenn ich mich hier umschaue, dann würde ich das 100% unterstreichen und ich kenne deine Produkte ja schon und freue mich immer, wenn ich dich treffe und mal wieder einen so einen schönen Brand verkosten darf und beziehungsweise auch mal den einen oder anderen einkaufen und verschenken darf. Und mein schönstes Erlebnis ist ja, ich habe einem Kunden mal einen Vogelbeerenbrand von dir geschenkt und das Jahr drauf hat er mir einen Brand von dir zurückgeschenkt, weil er so stolz war, dass er so einen tollen Brenner gefunden hat, der so hochwertig arbeitet. Und das fand ich schon bezeichnend für die Güte des Produkts, die du hier herstellst. Andreas, du lebst hier in einer, ich sag mal, intakten Umgebung, so wirkt es hier, toskanisches Flair, kann man sagen. Hast du ein Motto, das dein Leben beschreibt? Tja, also sehr, sehr viel Optimismus, der eigentlich immer einhergeht, also auch dann mit Lebensfreude. Und Lebensfreude, die sich eben dann paart mit einem Blick für die Natur. Wenn man es in die Räumlichkeiten, wenn du reinschaust, ist so, war auch Ziel hier in der Architektur, dass man sagt, okay, ich will mit dem, was ich mache, nach außen und wo ich es herziehe, das will ich reinholen. Also hier diese ansatzlosen Glasflächen, die Helligkeit eben der Räume, der direkte Übergang eben raus zur Natur, das ist so die Triebfeder, das ist also auch das, was mich von der Vision eben, also von der ja, vom Ausgangspunkt her einfach leitet und führt. Man braucht auch schon ein Stück Mut, um das alles umzusetzen. Wo hast du denn den hergenommen? Das, ja, wenn du jetzt die Frau sagst, die hat ein bisschen mit diesem Mut zu kämpfen, den er also jetzt fast in allen Bereichen irgendwo an den Tag lege. Wo mir also sehr, ja, die Situation muss also schon sehr haarig sein, damit ich an sich also nicht also hier mit Optimismus und Mut also nach vorne gehe. Und das erleichtert natürlich auch manche Entscheidungen. Die Entscheidungen waren bisher so nicht also mit negativen Erfahrungen verbunden und das ist eben dann auch so eine Geschichte, wo sie einen Stein zum anderen legt. Solange an sich also der Turm an sich also nicht zusammenbricht, baut man eben weiter nach oben. Sehr gut. Ja, mit all dieser Erfahrung, die du ja hast, was würdest denn du sagen, was deine Meinung ist, wie man die größten Fehler bei der Verfolgung seiner Vision oder Ziele vermeiden kann? Der größte Fehler, glaube ich, ist einfach nicht zur Gänze an sich selbst zu glauben. Damit, glaube ich, ist eigentlich jede Entscheidung schwierig und sofort in Frage gestellt, wenn ich also hier anfange zu zweifeln in meinen Entscheidungen. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ob jetzt richtig oder falsch, auch zu diesen Entscheidungen einfach zu stehen. Auch nicht im Nachhinein dann noch zu karteln, wenn man auf Bayerisch so sagt, hätte ich nicht, sondern eine getroffene Entscheidung ist eben eine getroffene Entscheidung und die gilt es eben dann also auch zu vertreten, umzusetzen. Ja, super. Sage ich auch immer. Was glaubst denn du, was in deinen Augen in Zukunft wichtig wird? Wir auf dem Hof verfolgen eigentlich schon lang
diese Philosophie, die jetzt losgelöst ist, eigentlich also von, ja, von engen Betrachtungen. Wir können uns jetzt unterhalten über biologische Erzeugung, über konventionelle Erzeugung. Wir können uns über Regionalität unterhalten. Das ist alles eine Interpretationsgeschichte. Was hilft mir Bio, wenn es also hier sehr großzügig betrachtet wird, also teilweise von verschiedenen Verbänden über verschiedene Länder? Was hilft mir Bio, wenn es also über Luftwege aus einer anderen Ecke der Welt kommt? Hier ist auch eine Philosophie eigentlich schon wieder an ihre Grenzen gestoßen. Was hilft mir Regionalität, wenn Regionalität heißt, es kommt deswegen genauso aus einer Region irgendwo am Ende der Welt. Für mich zählt hier das Gläserne. Das heißt also hier einfach den Kunden alles zu jedem Termin eigentlich hier nahe bringen, zeigen zu können. Ohne irgendwo hier etwas verdecken, verstecken zu müssen. Das, denke ich, wird mehr Leitbild oder einfach diese Ehrlichkeit in der Produktion auch zu dem zu stehen. Nicht irgendetwas hinter ein Label zu verstecken, sondern wirklich also hier das, was man eben anbietet, das man produziert, mit dem wir also umgehen im Leben, ob es ist im Genuss, ob es ist in der ganz normalen täglichen Umgang, Essen, wie auch immer es ist, das einfach zu reduzieren auf Herstellung und auf Ursprung. Okay, verstehe ich gut, weil mir geht es ja nicht anders, wenn ich einkaufen gehe, dass ich oft denke, ja, wo mein Gott, wo kommt jetzt das wieder her? Und dann musst du erstmal suchen anfangen, dass du das erkennst. Und du bist als Verbraucher schon ganz schön verunsichert. Aber es lässt sich in der Tat auch übertragen, nicht nur auf Genussmittel oder Versorgungsmittel, sondern eigentlich aufs Leben. Ne? Ja. Die Ehrlichkeit und gläsern sein und das, was man ausspricht, auch so zu meinen, etc. etc. Jetzt hätte ich dich noch gebeten, unseren Hörern vielleicht 3 Tipps mitzugeben, wenn sie ein großes Ziel, eine Vision verfolgen sollen. Was würdest du denen raten? Im Vorfeld einfach sich klar zu werden. sich im Vorfeld klar zu werden, wo liegen also jetzt die Konsequenzen der Entscheidung. Ja. Was ich zuerst schon gesagt habe, also wenn die Entscheidung getroffen ist, eben also auch dann die Konsequenzen zu vertreten, mit Freude zu vertreten. Dann einfach also hier diese absolut positive Grundeinstellung, die natürlich hilft, auch also die Visionen eben dann also hier zu verwirklichen. Das heißt so schön, Visionen sind die Hormone des Mutes und des Vertrauens, gell? Ja. Ja, wunderbar. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses für mich sehr spannende Interview. Es ist ja nun mal ein Feld, das ich jetzt auch nicht so aus und in- und auswendig kenne. Und von daher finde ich es besonders schön. Jetzt, wenn du uns noch deine Website verrätst, weil ich glaube, wir haben jetzt die Menschen neugierig gemacht, dass sie vielleicht da auch mal schauen mögen, wer hinter dieser ganzen Sache steckt und was es da alles zu erleben gibt. Es gibt 2 Zugänge. Das eine sind beide sehr einfach. www.hofbrennerei.de oder www.acker.dw. Also übersetzt Schule des Lebens oder frei übersetzt acker.dw.de. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, meine Homepage ist nur eine kleine Visitenkarte, ein kleiner Appetithappen. Bitte nicht zu viel Info verlangen, sondern Emotionen werden also hier im ersten Sinne mal vermittelt. Super. Das sagt es hier auch alles aus, dass es um Lebensgefühl, um Philosophie und Emotion geht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, meine Damen und Herren. Das war jetzt wieder der Podcast Visionäre erzählen und diesmal mit Andreas Franzl. Bis zum nächsten Mal. Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin.
Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Visionäre inspirieren.